Morning! Und zwar ist heute Tag 2 von den Videodays. Gestern habe ich gearbeitet, ein bisschen gedreht. Jetzt fix Checkout und dann schaue ich da nochmal hin. Super psyched! By the way, dieses Hotelzimmer hier ist mehr eine Einraumwohnung. Sprich, riesige Küche, Essteile, Kühlschrank. Was will man mehr? Und ein super krass großes Bad, ey. Also so ein Ding würde ich mir schon echt für Berlin wünschen und ein Klappbettding. Zusammenpacken, ab geht's. Gerade wieder raus aus dem Office. Jetzt finally auf die Videodays. Und willkommen zurück an der Lanxess Arena. Sieht komplett anders aus als gestern, alles totgetrampelt schon. Aber ja, mal gucken. Also ich glaube, ich habe mich selten so unwohl gefühlt beim Vlogging. Obwohl du eigentlich im Universum hier gerade bist, wo das jeder macht. Aber hier rennt einfach jeder mit so einem Ding irgendwie rum. Und dann bin ich, glaube ich, wirklich der Älteste. Die meisten sind die Hälfte bis vielleicht ein Drittel von meinem Alter. Aber zumindest Videodays gestern war, wie gesagt, das ganze Konzertding. Heute ist es Meet and Greet. Sprich, wo die Leute in diesem Area. Da drüben ist so ein gelbes Ding und da irgendwo grün. Da können sie halt irgendwelche Leute treffen, da nochmal Unterschriften und solche Sachen kassieren. Eigentlich eine ganz coole Sache, aber diese Bändchen, die so aussehen. Also mir steht Crew drauf, bei den meisten steht halt Creator drauf und es sind aber so viele Creator hier. Ich habe schon mit einigen gesprochen, die haben gemeint, es sind halt viele von Instagram, von Musical.ly und alle bekommen irgendwie dasselbe Bändchen. Ja, und das nimmt natürlich ein bisschen die Exklusivität, wenn ich denke, die Hälfte der Leute sind irgendwelche Creator. Was auch irgendwo stimmt, aber ich kenne halt irgendwie null Leute, lass es vielleicht 98% sein, die ich nicht kenne. Hier stehen halt die ganzen Leute an, die mit denen eine Unterschrift bekommen können. Meine einzige Kritik, jeder hat irgendwie 30 Sekunden Zeit, ist halt zum Management besser. Aber das Lichtsetup, die machen ja am größtenteils alles fertig, die ganzen Leute. Hätte man wenigstens mal ordentliches Videolicht oder sowas hinstellen können, damit die Bilder besser werden. Vielleicht beim nächsten Jahr. Und zwar noch mal zwei, drei Worte zu den Videodays an sich. Gestern muss ich ganz ehrlich sagen, warum kam ein bisschen wie bei Rock im Park vor. Also ich habe damals bei Coldplay schon gearbeitet und ein paar Jahre bei Rock im Park immer. Da habe ich schon viel mitgenommen von diesen ganzen Festivalaktivitäten und Bühnenbau etc. und was für Technik aufgebaut wurde. Kam mir gestern hier auch so wieder ein Stück weit vor. Da ist halt überall solche Pässe, dazu noch Essenmarken. Du hast halt das Front of House, was vor der Bühne steht, die Bühne, die ganzen Leute. Das war eigentlich ziemlich cool. Deswegen, die Leute haben mich auch ausgelacht, wo ich gesagt habe, die Videodays für mich gestern waren ein bisschen wie Rock im Park. Zwar von der Musik komplett anders, aber so vom Aufwand und von den Machenschaften fand ich es schon relativ treffend dafür. Zumindest für mich, wenn du ein bisschen behind the scenes und Backstage gehst. Und wie das war, ein paar Eindrücke zu geben, kommen jetzt. Ja, das war erstmal so ein paar Impressionen, wie das gestern ablief von dieser Konzertseite von den Videodays. Heute ist wie gesagt bloß das Meet and Greet von den ganzen YouTubern aufgetischt hier. Es sind schon wirklich Tonnen an Leuten da irgendwie. Und jeder nennt sich irgendwo hingegen Creator und etc. Dafür aber ein kurzer Fun Fact. Ich habe immer ein paar Unterschriften gesammelt von so ein paar Leuten. Beziehungsweise
von meinem Pass hier, wenn man den erkennt. Ich sammle mal ein paar Unterschriften, mal gucken, ob ich noch ein paar zusammenbekomme. Und dann verschenke ich das an irgendjemanden von euch. Weil ich habe eigentlich dafür keine Verwendung mehr. Unterschriften sammeln und das ganze Zeug, das hebt man zwar mal auf, aber dann denkst du, guckst du ja auch nie wieder an. Dazu schreibt mir am besten mal einen Kommentar, welcher YouTuber euer Favorite ist und gerade warum. Muss definitiv nicht ich sein, aber irgendein YouTuber, den ihr gerade so feiert und warum ihr den so gut findet. Und nicht einfach nur, ja, der macht gute Let's Plays. Ein bisschen Selbstanalyse fände ich da mega gut. Und am Ende des Tages vom Video zeige ich mal, wen ich alles drauf bekommen habe. Wenn ich noch welche drauf bekomme. Ich habe eigentlich gerade schon keinen Bock mehr herumzurennen, weil es mehr oder weniger immer das gleiche ist. Es sind viele Leute, die auf schnellen Hasch sind von irgendwelchen Unterschriften. Ich werde mal sehen, ob ich nochmal rüber zu den zur Gamescom gehen kann. Das hätte mich sogar noch ein Stück weit mehr interessieren, denn die Videodays finden immer zusammen mit der Gamescom statt. Und Fun Fact über die Gamescom, hieß eigentlich Games Convention, hat von 2002 bis 2008 in Leipzig stattgefunden, bis es dann leider Köln geworden, bis es dann leider halt Leipzig entrissen wurde und nach Köln gezogen ist. Zuletzt in Leipzig waren es auch so 2008, aber ich gucke mal, ob ich reinkomme, dann werde ich darüber noch ein bisschen mehr erzählen. Aber hier fühle ich mich schon wie so ein kleiner Fremdkörper, das ist so krass, ey. Ich zeige mal kurz das, was ich hier unten gerade im Stadion sehe. So sieht es dahinter aus und so davor, wenn die Leute anstehen. Die Leute kommen da drüben rein, kommen hier rein und ich habe jetzt gerade mit einer kurz gesprochen. Die haben zu dem Ticket, was bei den Videodays 25 Euro kostet, gekauft, konnten dann für einen Extrapreis ein Superstar-Ticket bekommen. Keine Ahnung, wie teuer das war und können sich dann halt für zwei Superstar-YouTuber eintragen, wo sie dann halt hier die Tickets bekommen und somit ein garantiertes Autogramm, Selfie, was auch immer bekommen. Keine schlechte Idee, also deutsch organisiert. Da habe ich mich gerade noch mit so einem Security unterhalten und da ist mir dann doch nochmal die Perversion der ganzen Sache klar geworden. Das normale Ticket kostet 25 Euro und was ich gerade schon erzählt habe, diese Superstar Meet and Greet Tickets kosten dann pro Künstler auch nochmal 30 Euro. Und einer ist dann inklusive, also wärst du schon bei 60 Euro, wirst du noch einen treffen, zahlst du nochmal 30 Euro. Also zahlst du knapp 90 Euro für diese zwei Tage, Showday, Community Day. Und dann halt nochmal 60, wenn du zwei Leute treffen willst, was schon richtig, richtig heftig ist. Für 30 Sekunden treffen. Denn bloß der Showday für 25 Euro bzw. 30 mit Vorverkaufsgebühr, finde ich echt human. Dafür, dass du 4 Stunden Show hast, finde ich gut. Mit dem Meet and Greet, da kommt dann anscheinend richtig die Kohle hinter. Und die Leute stehen immer an, die Security, seit 10 Uhr laufen die Leute hier rund. Und ja. Klar, man muss ganz eindeutig sagen, das ist halt keine Benefizveranstaltung. Und es wird wirklich Kohle mit den Leuten gemacht. Und ja, ich bin gerade ein bisschen, hab genug davon. Ich werde jetzt mal versuchen, rüber noch auf die GC zu gehen. Gucken, ob das funktioniert. Und ansonsten war es das mit den Videodays für heute. Sorry, wenn ich keine Unterschriften mehr gesammelt habe. Es ist einfach so immens hier. Hi! Aber nette Leute überall. Und ansonsten merkt man auch ganz eindeutig, die Zielgruppe davon sind meistens weibliche, sagen wir 13- bis 15-Jährige. Deswegen die Let's Player, die ich getroffen habe und die ich vielleicht so ein bisschen im Entferntesten kenne. Wir haben halt kaum Leute getroffen und ja, es sind halt wirklich kreischende junge Damen, die ihren Idolen nachfiebern. Okay, ab zur GC. So, von der Video Day nochmal fix auf die Gamescom, um hier mein Community Day zu machen. So rum. Coole Sache. Tsching, das ist Felix. Servus. Das ist mein Video-Dating. Meine Community-Challenge. Okay, Felix, den habe ich über meine YouTube-Kommentare kennengelernt. Super cooler Typ, hat dasselbe Setup wie ich. Und ich war das letzte Mal bei der Gamescom. Ich glaube, die war halt, wie gesagt, noch in Leipzig.
ist jetzt nach Köln gezogen, ist das größte Ding, glaube ich, weltweit. Oh fuck, ich zocke seit Ewigkeiten nicht mehr, aber das ist schon... Es ist aber schon Nachmittag, wo viele gegangen sind, gell? Ja, man muss sagen, ich habe jetzt das Nachmittagsticket für 8 Euro. Das mir Felix jetzt gerade noch zeigt, ist nochmal dieser eigene Mikrokosmos von Twitch und diesen ganzen Streaming-Dingern. Das ging ja auch so an mir vorbei, wo ich damals auch dachte, ey, wäre ich noch jung gewesen und spiele affin, dann hätte ich das auch, glaube ich, mal durchgezogen, aber das letzte Spiel, was ich geholt habe, war GTA 5. Ich habe das 2 Tage gezockt in L.A. Ja, aber hab das nie durchgezogen. Also GTA Vice City wäre ich da voll der Streamer gewesen. Oder Worms. Worms Armageddon. Das ist auch geil. Wenn man reinkommt, sieht man überhaupt, dass so viele Leute Stühle mitschleppen, also Campingstühle. Und jetzt weiß ich auch warum. Also Felix meinte gerade, wenn du zocken willst, dann musst du einen Stuhl haben. Ja, weil sonst faust du. Das ist deine Füße oder dein Arm, tut dir sonst weh. Das ist wie so ein Apple Campout-Ding. Pervers hier, ne? So, das war es soweit erstmal von den Videodays 2017 und von der Gamescom. Vielen Dank an Felix von Falks TV Kanal und in der Infobeschreibung. Ich habe noch mit reingesetzt. Der hat mir auch mal ein bisschen den Mikrokosmos gezeigt von der Gamescom oder von den Konsolen, wo ich mittlerweile echt so viele Jahre schon raus bin. Und ja, man muss sagen, Gamescom hat irgendwie 350.000 Besucher. Ist damit, wie gesagt, weltweit die größte Messe, was das angeht. Und das aber in Kontext nochmal gesetzt zu YouTubern, also die haben ein Video, was 350.000 Aufrufe hat, ist halt dieselbe Anzahl wie an Besuchern, die hierher kommen innerhalb von diesen 3, 4, 5 Tagen. Um das einmal in eine Perspektive zu setzen, das ist eine ungeheure Menge, definitiv. Videodays ist halt mehr für Teenie-Kids, für Mädchen, irgendwelche 13- bis 15-Jährigen. Die Gamescom vielleicht dasselbe, wenn ich das jetzt sage, für Spiele oder für Jungs. Aber sind beides halt auch sehr, sehr scalable im Alter. Also du hast auch viele ältere Leute hier bei der Gamescom, die auch so vollkommen am Durchzocken sind. Das ist mega krass, hätte ich auch nicht gedacht. Gut, um das nicht in die Länge zu ziehen, ich bedanke mich, werde dann gleich noch zurück nach Berlin fliegen. Und dann soll es das mit dem kurzen Ding gewesen sein. Ciao. Screw me, sorry. Jetzt bin ich gerade am Editing von dem letzten Video, also von dem, was ihr gerade gesehen habt, und habe am Ende gemerkt, ich habe die Karte gar nicht mehr erwähnt, wie viele Unterschriften ich den jetzt drauf habe. Im Endeffekt sind es 3 Stück bloß geworden. Das eine ist von Luca, aka ConCrafter, sieht so aus. Und das andere ist von Chris halb 12, der Kollege, der auch viel mit Joy Sommer macht, sieht so aus. Und dann natürlich ich als letzter Typ habe auch mit unterschrieben. Also ihr habt im Endeffekt 3 Unterschriften und die Bedingung steht nach wie vor. Wenn irgendeiner Bock drauf hat, einfach mal unten in die Kommentare schreiben, welchen YouTuber ihr gerade feiert und warum. Ja, und dann gucken wir mal, wie ich irgendwie Kontakt aufnehmen kann und euch das Ding zuschicken kann. Jo, bis dahin. Ciao.